Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, heute ist Osterfreude im Himmel und die Hölle erzittert, genauso wie damals, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Osterfreude im Himmel, weil die Frau, in deren Schoß Jesus, der Sohn Gottes, einen Leib bekommen hat, ein Herz. Er hat von Maria Blut bekommen, Fleisch, ein Gesicht, Augen, einen Mund, Nase, Hände. Liebe Brüder und Schwestern, jetzt ist die Person in den Himmel aufgenommen. Sie ist bei ihrem Sohn. Sie ist bei Gott, dem Vater. Endlich darf sie da sein. Und der ganze Himmel freut sich und jubelt über Maria, dass sie, diese Frau, die unbefleckte Empfängnis, die neue Eva, die ganz reine, jetzt ganz bei Gott ist. Und der Himmel freut sich, weil der Himmel weiß, durch Maria werden noch viele, viele, viele Menschen auch in den Himmel kommen. Der Mensch ist sozusagen mit Maria in den Himmel aufgenommen. Und deswegen erbebt die Hölle und zittert die Hölle vor Wut, weil der Tod, die Hölle, Gott nicht besiegen kann. Mehr noch, weil ein Mensch, einem Menschen eine so große Ehre zuteil wurde, dass sie durch die Empfängnis Jesu in ihrem Leib, dass sie Mutter Gottes geworden ist. Nein, das ist kein theologisches Konstrukt. Sie ist die Mutter Jesu. Jesus ist Gott und sie ist die Mutter Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, das ist wirklich eine sehr, sehr große und wichtige Wahrheit, an der wir festhalten und an der wir uns freuen. Weil das, was Maria zuteil wurde, wird auch uns zuteil. Auch wir sind gerufen, mit Leib und Seele im Himmel zu sein. Mit einem verklärten Leib, wie Paulus es schreiben wird. Die Hölle erbebt. Und wir lesen, wie dieser Kampf ausgebrochen ist, dieser Kampf auf der Erde, als die Frau gebären sollte. Wir lesen von diesem Zeichen im Himmel, von dieser Frau, die umkleidet ist mit dem Sternenkranz, mit 12 Sternen. Und in Südamerika, in Mexiko, als Maria sich gezeigt hat auf der Tilma, dem Poncho von Juan Diego, da war dieses Bild zu sehen, wo sie von der Sonne umkleidet ist. Aber in Wahrheit hat sie sich als Siegerin vor den gefürchteten Schlangen und Sonnengott gestellt. Und das war die klarste Botschaft, die die Eingeborenen damals hören konnten. Und es gab eine große, vielleicht die größte Bekehrungswelle überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Und Maria kommt immer noch und sie ist immer noch bei uns. Und ich habe gestaunt jetzt im Evangelium, als ich es gelesen habe, was da so schön ist. Maria eilte durch das Bergland von Judäa zu Elisabeth, ihrer Verwandten. Ist es nicht auffällig, dass Maria immer noch präsent ist und in diesen Bergregionen sich aufhält und ganz einfachen Menschen begegnet. Wie gesagt, in Mexiko Juan Diego, in Lourdes Bernadette Soubirous, das sind dann die französischen Pyrenäen, in Garabandal, in Fatima, auch eine dürre, karge Gegend. Sie ist erschienen im Norden von Japan, in Akita, jetzt noch in Medjugorje. Und Medjugorje heißt zwischen den Bergen. Aber Maria ist immer bei uns. Sie ist überall bei uns. Und liebe Brüder und Schwestern, wenn wir uns der Macht, der Fürsprache, der Kraft von Maria eigentlich bewusst wären, würden wir nichts mehr fürchten. Der heilige Ludwig Maria Grignon de Montfort, er hat gesagt, in der Endzeit, da wird Maria wie ein ganzes Schlachtheer auftreten, um gegen den Feind zu kämpfen. Maria, ein Schlachtheer, eine einzelne Person, will zum Ausdruck bringen, welche Macht Maria gegeben ist. Und gestern haben wir den heiligen Maria Maximilian Kolbe gefeiert
und er hat diese Ritterschaft der Unbefleckten gegründet. Und wir wollen zu Maria gehören. Wir wollen an ihrer Seite kämpfen und wissen, wenn wir an ihrer Seite sind, dann werden wir nie verloren gehen. Denn an ihrer Hand führt sie uns schnell. Und sehr sicher, so sagt es derselbe Heilige, Ludwig Maria Grignon de Montfort, wird sie uns zu Jesus führen und Jesus an das Herz des Vaters. Erlaubt mir jetzt, ein kurzes Zeugnis zu geben. In einem von diesen vielen Seelsorgsgesprächen kam eine Person zu mir und es ging da um sehr, sehr vieles. Esoterik, Reiki, Yoga, Schamanismus und. Und während einer dieser Begegnungen habe ich gebetet und während dem Gebet haben die Glocken geläutet. Sie riefen zu einer Messe, zu einer Beerdigung. Und dann hat diese Person in einer veränderten Stimmlage gesagt, Herr Pfarrer, Sie müssen jetzt gehen, jetzt ist heilige Messe. Aber ich lasse mich nicht bestimmen von jemand anders, was ich tun und lassen soll, wenn ich im Gebet bin. Und mir war klar, da ist jemand anders, der will jetzt dieses Gebet unterbrechen. Die Person war ja eigentlich gekommen, um Befreiung zu erfahren. Also habe ich weiter gebetet und auf einmal habe ich diesem Geist, der brechen, der blockieren wollte, habe ich gesagt, hohe Jungfrau, Maria, gebiete du diesem Geist, zu Jesus zu gehen. Nein, nicht diese, hat dann die Person in einer anderen Stimmlage geschrien. Da habe ich Mut gefasst und dann habe ich gesagt, unbefleckte Empfängnis, Jungfrau Maria, gebiete du diesem Geist, zu Jesus zu gehen. Nein, nicht diese. Ich habe weiter gebetet und dann war Ruhe. Und die Person hat nachher gefragt, was war das jetzt? Liebe Brüder und Schwestern, vieles haben wir in Theologie nicht gelernt. Man hat uns das nicht mit auf den Weg gegeben, welche Macht eigentlich in dem Namen der Jungfrau Maria ist. Später habe ich dann unserem Bischof gefragt, ob das in Ordnung sei, wenn ich so als einfacher Priester bete. Und er hat gesagt, das ist okay. Liebe Brüder und Schwestern, vergessen wir nie, dass wir Kinder Mariens sind und wir wollen uns ihr immer wieder weihen und durch sie an Jesus weihen. Und so haben wir Schutz, so haben wir Leben und wir haben die Freude, jetzt schon mit ihr die Freude des Himmels zu teilen. Möge sie uns begleiten durch ihre Fürsprache, durch ihr unbeflecktes Herz und auch uns helfen, ein unbeflecktes Herz zu bekommen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Uns allen einen gesegneten Feiertag.